Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf die 59. Folge von Antispiegel TV mit Thomas Röper und Dominik Reichert. Heute geht es darum, wie koordiniert Politik und Medien gegen AfD und ISW hetzen. Und ihr habt richtig gehört, diesmal geht es um das Bündnis Sahra Wagenknecht, gegen das seit einigen Wochen, also seit Sahra Wagenknecht angekündigt hat, sich gegen die US-Mittelstreckenraketen und gegen Waffenlieferungen in die Ukraine zu positionieren und das auch zum zentralen Thema bei den Landtagswahlen gemacht hat, gegen das seitdem eine ziemlich heftige Hetzkampagne läuft. Also ich bin gespannt, was Thomas Röper dazu zu sagen hat. Er hatte ja auf seinem Blog Antispiegel auch einen Artikel dazu geschrieben. Kann ich auch sehr empfehlen. Da wollte ich damals eigentlich auch ein Video zu machen, hatte ich aber leider nicht mehr genug Zeit. Naja, wie auch immer, jetzt reagieren wir auf jeden Fall auf Antispiegel TV. Die Wahlen sind zwar jetzt schon gelaufen, die waren, als die Sendung aufgenommen wurde, noch nicht. Also die Wahlergebnisse, die können Sie noch nicht kennen. Das BSW ist zweistellig in beide Landtage eingezogen. Die AfD hat die Wahlen in Thüringen sehr, sehr deutlich gewonnen. In Sachsen ist sie knapp Zweiter geworden. Also die Kampagne der Medien scheint nicht so viel geholfen zu haben. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, was die beiden uns dazu zu erzählen haben. Uns trotzdem das Thema der Wahlen mal ein bisschen hintergrundmäßig chronologisch angucken, was es da so an lustigen Tricks gab, die man vielleicht gar nicht so zusammensetzt. Oder Dominik, wie siehst du das? Ja, genau. Also wir sind heute so frech, die tagesaktuelle Wahlberichterstattung mal kurz zu unterbrechen, um ein paar Hintergrundinfos zu liefern. Konkret wollen wir uns die medialen Kampagnen gegen die Opposition anschauen. Also wie die Medien, die Mainstream-Medien mit den Oppositionsparteien umgegangen sind. In Bezug auf AfD und BSW primär, aber auch die Werteunion ist dabei relevant oder spielt eine gewisse Rolle. Und da wollen wir das Ganze mal chronologisch in Bezug auf dieses Jahr aufrollen, landen also bei den Landtagswahlen erst ganz zum Schluss. Und da ging es im Januar los, da war sozusagen der erste große Wurf. Und was war das genau, Thomas? Ja, im Nachhinein nenne ich das sozusagen den Großangriff auf die AfD. Denn man sieht ja manche Dinge erst in der Rückschau. Wir kommen auch darauf zurück in der Sendung noch, dass wir schon im Januar mal berichtet haben. Aber damals eben noch tagesaktuell und manche Dinge sieht man erst, wenn man hinterher drauf guckt. Also ich sage heute oder stelle die These auf, dass im letzten Jahr ein doppelter Angriff auf die AfD geplant war, der im Januar praktisch gestartet wurde. Also so ein medialer Angriff, um die AfD zu schwächen. Und dieser Angriff hatte quasi in meinen Augen zwei Komponenten, nämlich einmal die berühmte Korrektivgeschichte über das böse, böse Remigrationstreffen, was die AfD ja angeblich veranstaltet hat, wo aber auch CDU-Leute da waren, was die Medien nicht so sehr interessiert hat. Und die heute schon... Ich wollte es gerade sagen, wo mehr CDUler anwesend waren als AfDler. Trotzdem Frampton ist dann als AfD-Treffen. Seltsam, seltsam. Vergessene, du hast es erwähnt, Werteunion, die Parteigründung von Herrn Maaßen, die ja angekündigt war als der große Wurf gegen, ne, also oppositionsmäßig, wo ja nichts von übergeblieben ist. Wir fangen mit Maaßen an. Die Medien haben, wir haben das extra nachgeguckt, Anfang Januar angefangen zu berichten, dass Maaßen eine Parteigründung plant. Das heißt, der Werteunion, die ja Verein mit CDU-Mitgliedern war, so konservativ, dass der daraus eine Partei basteln wollte. Und das gucken wir uns mal an. Also so am 4. Januar begann zum Beispiel im Spiegel die Berichterstattung, dass er nun eine Partei gründen will. Und dann gab es am nächsten Tag gleich noch eine Meldung nach dem Motto, wem könnte die Partei gefährlich werden. Also plötzlich wurde Maaßen mit seiner Partei gehypt. So, und wenn man sich das anguckt, wenn man diese Berichte liest, weil er auch von vielen Alternativmedien gehypt wurde. Also da waren viele auch begeistert, ja, endlich eine neue konservative Partei, die der CDU jetzt noch mehr Wähler wegnimmt. Also das war ja die Hoffnung, die dann Alternativmedien viele hatten. Das war ja die Sendung Homeoffice, die da auch sehr, ja, die Werteunion sehr, sehr positiv rezipiert hatte und die da auch jemanden von der Werteunion immer wieder zu Gast hatten. Da stellt man fest, die Berichterstattung über die Werteunion war, ja, wir haben es im Vorgespräch genannt, irgendwie kritisch, aber nicht wirklich bösartig, ne? Also, ja, so ein bisschen im Sinne von, ja, die mögen wir jetzt nicht wirklich, aber die sind nicht ganz so schlimm wie die richtigen Schmuddelkinder. Das sind so die, ja, wenn ihr schon so die Mainstream-Parteien nicht mögt, aber vielleicht eine Alternative sucht, die nicht ganz euch ins Abseits katapultiert. So hat man die so ein bisschen ins Spiel gebracht. Von medialer Seite, würde ich sagen. Schon irgendwie böse rechts, aber nicht so schön wie die AfD und irgendwie gerade noch akzeptabel. So AfD-Light für alle Protestwähler, die eigentlich die AfD es gar nicht wählen wollen, sondern nur protestieren wollen. So, das wäre jetzt die Alternative, weil die Partei wäre zwar böse, böse rechts, aber schon noch irgendwie konstruktiv. So, ich habe es erwähnt. Wir hatten
In Sendung 26 schon mal, ne? Dominik, das Thema damals im Januar. Genau, Folge 26 haben wir schon mal ausführlich diskutiert, was denn von dem Herrn Maaßen zu halten ist, weil natürlich auch, ich meine, ich glaube, inzwischen sind viele desillusioniert, aber in den letzten Jahren konnte er sich ja oft erfolgreich präsentieren als jemand Oppositionelles, als jemand, der sozusagen für die einfachen Leute steht und der die verrückte Politik ablehnt. So. Ja, und dann konservativ ist und gegen Migration und ne, solche Sachen. Mhm. Also der wurde von den Mainstream-Medien regelrecht aufgebaut und vor allem, wir erinnern uns, vor allem auch im alternativen Bereich, war er ja groß unterwegs. Er hatte ja auch einige Unterstützer, so bekannte Leute wie Max Otte, die ihm auch geholfen haben, so die Tür in die alternativen Medien aufzumachen. Und auch wenn es heute fast vergessen ist, sind ja 8 Monate ins Land gegangen, viele hatten im Januar große Hoffnung gesetzt in Maaßen. Also auch, wie ich erinnere mich an das Vorgespräch unserer Sendung damals, da waren schon Leute, die sagten, okay, das wäre jetzt was Tolles. Aber wir haben im Januar das Ganze aufgepult. Ich will es nur kurz wiederholen, weil wir haben es ausführlich in der Sendung damals gehabt. Es gibt viele Fragen zu Maaßen, zum Breitscheidplatz, zu dem Terroranschlag, zu Anis Amri, dass der Verfassungsschutzleute dran waren, heute wissen wir es. Damals hat Maaßen das versucht vertuschen. Das kam später raus, dass da V-Leute waren. Und dann, als es rauskam, wir erinnern uns, gab es die böse, böse Geschichte über Menschenjagden in Chemnitz, wo Maaßen irgendwas gesagt hat, was nicht gut war. Und dann wurde er aus der Schusslinie genommen, die man ihm als Verfassungsschutzpräsidenten gefeuert hat. Und das Thema war vergessen. Also ich hatte da schon immer viele Fragen zu Maaßen. Und wir hatten damals auch in der Sendung diskutiert, dass der Maaßen ja vielleicht ganz vernünftige Positionen zu Russland und Ukraine hätte. War immer so in den Vorgesprächen diskutiert. Genau. Das ist so ein spannendes Ding, weil er da immer wieder mal sozusagen so ein bisschen angetäuscht hat und ja zumindest den Eindruck erweckt hat, dass er gegenüber der außenpolitischen Linie der Ampelregierung und gegenüber dieser rein transatlantischen Politik, dass er da so leichte Kritik angetäuscht hat und zumindest diesen Eindruck vermittelt hat. So, und ganz interessant, passt jetzt nämlich auch in diesen Zeitraum, wo wir eigentlich gerade in der Chronologie sind. Da ist so ein Papier aufgetaucht auf der Website der Werteunion, da hat der Merkur drüber berichtet, hören wir uns gleich an, wo im Endeffekt die Position der Werteunion zum Ukraine-Konflikt dargelegt werden sollte. Folgendes war da zu finden. Bei Nachfragen zu einer möglichen Zusammenarbeit von Werteunion und Bündnis Sahra Wagenknecht begründet die Werteunion einen Ausschluss der Kooperation unter anderem gerne mit Sahra Wagenknechts angeblicher Nähe zu Russland. Wie ein zum Vorschein gekommenes Dokument belegt, ist die Position der rechtskonservativen Splittergruppe der Union zum Ukraine-Krieg allerdings ähnlich. Das Ding ist halt, dieses Papier, was auf der Website der Werteunion erschienen ist und dort für, ich weiß nicht, lass es ein paar Stunden gewesen sein, online war, dann wieder entfernt wurde und inzwischen nur noch über das Internetarchiv aufrufbar ist, da sind so ein paar Sachen drin, die klingen vielleicht ganz nett, so nach dem Motto, okay, das ist nicht unser Krieg, Deutschland sollte auf Deeskalation setzen, aber wenn man sich die Geschichte genauer anguckt, ist die eigentlich relativ zahnlos, da sind keine konkreten Forderungen drinne. Das ist relativ leeres Gerede und was. Zumal die Forderungen ja leicht zu stellen wären. Also die Werteunion hätte ja sagen können, wir sind gegen Waffenlieferungen und wir sind gegen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Damit wären die zwei wichtigsten Punkte abgedeckt, die Deutschland betreffen. Was nochmal ganz ausschlaggebend ist, die Liste der Namen von den Leuten, die dieses Papier verfasst haben, die steht da drunter. Der Name Maaßen taucht nicht auf. Also da merkt man ganz schnell, nicht mal diese sehr, sehr moderate Kritik konnte er mittragen, geschweige denn nur stehen lassen. Das ist von der Website wieder verschwunden. Also an alle, die gedacht haben, bei Maaßen gibt es da irgendwie eine stabile Position in der Außenpolitik, die sollten sich vielleicht das nochmal überlegen. Ja, wie gesagt, wir hatten die Diskussion jedes Mal, weil sich der Eindruck immer so festgesetzt hat bei Leuten, also auch bei dir so ein bisschen. Und dann haben wir immer gesucht in den Vorgesprächen zur Sendung, und wo ist denn mal was Konkretes? Wir haben nie was gefunden. Und das hatten wir auch in Sendung 26, da haben wir schon ein Zitat aus dem damaligen Spiegelbeitrag gebracht. Das wollen wir uns auch nochmal anhören, weil das ist eigentlich sehr deutlich, worum es bei Maaßen tatsächlich ging. Die Christdemokraten sind ihnen zu links, sagen sie, und wollten zu viel Staat. Und die AfD, die ist ihnen zu nah an Autokraten wie Wladimir Putin. Wir sind quasi AfD ohne Russland, sagt einer. So, und das ist das, was ich immer schon gesagt habe, auch im Januar. Wir dürfen nicht vergessen, wer war Maaßen. Er war Verfassungsschutzpräsident. Das klingt, in Deutschland haben die alle so tolle Namen. Ne? Also in anderen Ländern heißt, was bei uns Verfassungsschutz ist, ist woanders in anderen Ländern Gegenspionage. Maaßen war Geheimdienstchef.
In NATO-Ländern wird niemand Geheimdienstchef, der nicht 150%ig transatlantisch pro USA, pro NATO, pro EU ist. Also auch entsprechend antirussisch. Sonst, du kriegst den Job nicht. Das ist Auswahlkriterium. Von daher war mir immer klar, dass diese ganzen Dinge, die da von Maaßen gesagt wurden, mehr oder weniger so Feigenblätter waren, um kritisch auszusehen, aber es nicht zu sein. Gut, wir wollen jetzt kurz, die Partei wurde im Februar gegründet und war dann auch ein totaler Flop. Also unter anderem, weil Maaßen selbst zu blöd war. Ne? Der hatte ja dann die Werteunion-Mitglieder plötzlich nicht alle in die Partei gelassen, sondern da irgendwelche Begrenzungen aufgebaut. Den Max Atte aus dem Boot geholt, der ihn im Grunde salonfähig gemacht hat im alternativen Bereich. Und wie wir sehen, spielt die ja, es gab ja noch mehr, er hat ja zahlreiche Fehler gemacht. Ich meine, er hat sich ja hingestellt und gesagt, ja, die CDU wäre unser Premium-Koalitionspartner. Und nachdem man in den alternativen Medien und im Milieu der Fundamentalopposition gefischt hat, kommt so eine Aussage halt nun mal nicht gut an. So, und da merkt man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Konflikt zwischen, okay, er will eigentlich gewisse radikal-oppositionelle Positionen gar nicht vertreten, distanziert sich dann von Max Otte, der sich in Bezug auf Außenpolitik eigentlich immer sehr vernünftig und viel klarer als Maaßen äußert, wendet sich dann von diesen Leuten ab. Ja, natürlich fällt ihm dann im Endeffekt, also die Leute, die er erreichen wollte, und wo er ja sogar noch von den Mainstream-Medien im Endeffekt Schützenhilfe bekommen hat, die fallen ihm dann weg. Also im Endeffekt, ja, die ganze Nummer müsste man eigentlich sagen, hat er selber verkackt. Ja, war geplatzt. Ja. Also kurz und knapp, ein Mehrheitsbeschaffer für die CDU, der pseudokritisch ist, das haben die Leute nicht geschluckt. So, ich sagte am Anfang, wir hatten zwei Komponenten bei dem Angriff auf die AfD Anfang des Jahres. Und wir erinnern uns, 10. Januar, eben witzigerweise, ne, erinnert euch, Anfang der Sendung habe ich gesagt, bei Maaßen, die Parteigründung fingen sie an zu hypen am 4. und 5. Januar. Am 10. Januar kam Korrektiv mit diesem bösen Remigrationsding um die Ecke. So, und jetzt stellen wir uns mal kurz vor, Maaßens Parteigründung hätte geklappt. Dann hätten wir was gehabt. Wir hätten die Parteigründung von Maaßen gehabt und parallel dazu einen Monat lang Demos gegen rechts, mit denen man all die Protestwähler, die jetzt gar nicht eigentlich nicht AfDs sind, sondern einfach nur sagen, die Regierung ist doof, wir wollen was anderes, wir wollen weniger Migration und so weiter und so fort, die hätte man wunderbar rübernutzen können zu Maaßen, wenn das Spiel von Maaßen geklappt hätte. So, wir wissen heute, es hat nicht. Und warum sage ich, das war ein kombinierter Angriff? Weil wir wissen... Um das T-Shirt lesen zu können, müsst ihr kein Russisch können. Weil es gerade Crack Street Boy im Chat fragt. Das T-Shirt, den kenne ich tatsächlich schon. Da steht Habeck for President drauf. Aber das sind deutsche Worte mit kyrillischen Buchstaben geschrieben. Aus ganz vielen Beispielen, auch das, ne, haben wir früher schon mal besprochen. Die Geschichte von Korrektiv war lange bekannt. Das treffen wir Ende November 23. Und es gab später Meldung, dass das eben schon im Dezember besprochen wurde in Kreisen. Und es gibt eine ganz konkrete Meldung aus der Berliner Zeitung, die ausgesprochen spannend ist, wo du im Vorgespräch auch noch gesagt hast, kann doch nicht wahr sein. Die hören wir uns mal kurz an. Was ist ein Wort gefallen? Was hat die Berliner Zeitung im Januar geschrieben? Der künstlerische Direktor des Wiener Volkstheaters, Kai Voges, wusste seit Ende Dezember von der Korrektivrecherche. Das teilte eine Sprecherin des Volkstheaters der Berliner Zeitung auf Anfrage mit. So, man muss wissen, ne? Korrektiv, das kannst du auf deren Seite sehen. In den Gremien sitzt die Regierung, sitzen die Mainstream-Medien, finanziert wird es auch von den üblichen Verdächtigen, inklusive Mainstream-Medien und vor allem die üblichen NGOs. Die bezahlen den Verein. Die wussten, was da läuft hinter den Kulissen. Und die Tatsache, dass Korrektiv diese Recherche, sogenannte, schon Ende Dezember beim Berliner Theater angekündigt hat, damit die sich vorbereiten können auf so ein Theaterstück, das sie dann vom Blatt ablesen und das Remigrationstreffen nachspielen. Es war zu sehen, das war konstruiert. Die wussten, die wollen das, die haben sich das Datum überlegt und haben das koordiniert mit was auch immer. Im Januar, in der Sendung 26, habe ich das auch sehr auf die Bauernproteste geschoben. Heute bin ich der Meinung, dass es wohl eher strategisch AfD war und Bauernproteste waren ein netter Nebeneffekt. Also das ist für mich, wie gesagt, dieser kombinierte Angriff aus zwei Komponenten, mit dem sie die AfD Anfang des Jahres knacken wollten, was wir wissen, so nicht ganz funktioniert hat. Die AfD hat irgendwie 5% verloren, aber der große Einbruch war es nicht und Maaßen hat nicht geklappt. So, und jetzt war der Einstieg. Und da ist jetzt die Frage, wie viel von diesen verlorenen Stimmen hat sich die AfD selber zuzuschreiben? Also die AfD, die hat ja im Wahlkampf ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah abgesägt und ihn dann nach der Wahl nochmal, also
ihn dann halt trotzdem auf Listenplatz 1 gelassen und ihn dann nach der Wahl nochmal abgesägt. Also das Verhalten der AfD-Führung dürfte der AfD fast so viel geschadet haben wie diese Proteste gegen rechts und diese ganze mediale Kampagne. Also alleine, dass die AfD-Führung so einen Schlingerkurs gefahren hat, das dürfte nochmal das Übrige getan haben. Also mit einer kompetenteren und besseren Führung wäre der AfD das wahrscheinlich nicht mehr passiert. Und im zweiten Teil schauen wir uns an, was danach passiert. Also vor allem, dann kommen wir auch zu dem, was jetzt gerade in der letzten Woche vor den Landtagswahlen passiert. In diesem Sinne, bis gleich. Jetzt kommen wir zum BSW. Also der erste Teil, da ging es ja um diese AfD-Werteunion-Geschichte. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns am meisten interessiert, dem BSW. Da hatte Thomas Röper ja, wie gesagt, schon mal einen Artikel auf seinem Blog Antispiegel zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob er den hier jetzt einfach vorstellen wird, aber ich glaube es sehr, da das ja ziemlich genau ins Schema passt. Also, ja. So, willkommen zurück bei Antispiegel TV. Wir reden heute über die Versuche der Mainstream-Medien, Oppositionsparteien vor Wahlen. Da schreibt gerade einer, ist doch gut, dass die AfD Stimmen verliert. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, ich finde es auch gut. Ich bin ja auch nicht für die AfD. Also von mir aus können die ruhig Stimmen verlieren. Also okay, das hatte ich ja am Anfang nicht gesagt. Ich persönlich unterstütze das BSW, bin zwar kein Parteimitglied, aber sympathisiere mit dieser Partei. Also ich selbst habe kein Problem damit, aber ich habe gerade nur versucht zu beschreiben, was da passiert ist, genauso wie die beiden hier nur beschreiben, was passiert. Also die beiden haben ja auch kein Pferd großartig im Rennen. Also die haben natürlich auch ihre Meinung, aber der Großteil von dem, was sie hier sagen, ist deskriptiv. Also die machen hier ja auch nicht großartige Propaganda in die eine Richtung und reden alles schön, was jeder tut. Die sind da halt in Russland und betrachten die ganze Situation hier relativ von außen. Deswegen finde ich diese Berichte auch relativ sachlich gehalten, im Gegensatz zu dem, was ich aus allen Lagern oder aus den meisten Medien hier in Deutschland eigentlich zu lesen bekomme. Unmöglich zu machen und haben uns gerade schon angeschaut, wie es Anfang 2024 damit losging. Jetzt sind wir ein bisschen weiter in der Chronologie und zwar bei der EU-Wahl. Das wollen wir relativ kurz machen, aber nur noch mal darauf hinweisen. Relativ kurz vor der EU-Wahl gab es ja massive mediale Kampagnen gegen den Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah. Man hat ihm da verschiedene Dinge vorgeworfen, unter anderem er hätte einen chinesischen Spion für sich beschäftigt. Die übliche Nazi-Keule war natürlich auch mit dabei. Wir wollen diese Skandale jetzt gar nicht im Detail aufdröseln, sondern nur noch mal darauf hinweisen, dieser ganze Schmutz, den man auf ihn geworfen hat, der hat dann am 22. Mai dazu geführt, dass selbst die AfD-Parteispitze sich teilweise von ihm distanziert hat, ihn dann sozusagen aus den Wahlkampfauftritten rausgenommen hat und so weiter, während vom 6. bis zum 9. Juni die Wahl stattfand. Ja, und da muss man sich doch wirklich mal die Frage stellen, warum kommen diese riesigen medialen Kampagnen immer genau ein paar Tage oder maximal ein paar Wochen vor der Wahl? Warum nicht dann, wenn diese Sachen tatsächlich den Journalisten bekannt werden? Ja, also der Eindruck, dass es hier kein Zufall ist, dass diese Skandale immer genau dann kommen, der scheint sich zu erhärten. Allerdings stellt sich dann eben die Frage, wo jetzt die große Bombe in Bezug auf die AfD, ja, die große Anti-AfD-Bombe vor den Ostwahlen geblieben ist, weil die gab es ja bisher nicht, oder Thomas? Nee, habe ich auch nicht gesehen, aber kommen wir gleich. Also wie du sagtest, es kommt immer, man muss darauf achten, so 2 bis 4 Wochen vor der Wahl fangen die Sachen an. Ich erinnere, ne, Bayern, als man Wähler runtermachen wollte, Aiwanger-Skandal, der nach hinten losgegangen ist. Ibiza, vor fünf Jahren bei der EU-Wahl, ne, in Österreich, als sie die FPÖ knacken wollten und so weiter. Es ist immer 2 bis 4 Wochen vor der Wahl, dass die Medien so ein Ding aufmachen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, ja, warum machen sie vor den großen Landtagswahlen im Osten die AfD jetzt nicht auch nochmal runter? Und da habe ich eine Theorie. Es liegt einfach daran, sie haben gesehen, sie kriegen die AfD nicht wirklich. Also ne, im Januar, mit all dem, was sie versucht haben, haben sie vielleicht 5% geschafft und die hat die AfD weitgehend aufgeholt wieder. Also mit dem, was sie gegen die AfD versuchen, scheitern sie, weil die Wähler der AfD in der Regel auch dem Mainstream nicht mehr wirklich zuhören. Und da ist es gerade im Osten wahrscheinlich auch, ne? Ja, gerade im Osten, gerade, aber da kommen wir noch drauf. Aber da ist jetzt interessant, wir sehen ja jetzt, dass es zumindest in den Umfragen, ihr wisst, wenn ihr die Sendung schaut, wisst ihr schon, wie die Wahl ausgegangen ist, aber zumindest die Regierungsbildung wird schwer nach den Umfragen. Man kann eigentlich keine Regierung mehr in einigen Bundesländern bilden ohne AfD oder Sarah Wagenknechts BSW. Und da haben sie versucht anzusetzen bei Sarah Wagenknecht. Das schauen wir uns mal an, weil das ist spannend. Am 29. Juli hat Wagenknecht gesagt, sie würde nur Koalitionen eingehen, auf Landesebene, mit Parteien, die sich in der Ukraine klar für Friedensgespräche gegen Waffenlieferungen aussprechen und die ausdrücklich gegen die Stationierung der neuen US-Raketen sind. Aus BSW-Sicht übrigens ein sehr kluger Schachzug.
Also damit überzeugt man erstmal viele Wähler im Osten, wo Friedenspolitik wirklich ein wichtiges Thema ist. Also ich war ja vor kurzem in Sachsen und das kann sich hier im Westen gar nicht vorstellen. Also da haben die Leute wirklich noch eine klare Vorstellung davon, wie die politischen Verhältnisse in Europa sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob die eine bessere Schulbildung genossen haben, ob die andere Medien konsumieren. Aber da haben die wirklich einen sehr realistischen Blick darauf, was die Lage der deutschen Außenpolitik ist. Also, und was im Interesse Deutschlands ist. Also hier im Westen kommt ja immer dieser Einwand, ja, ich bin ja schon abstrakt für Frieden, aber Putin, der ist ja schon böse. Im Osten, da hat man dieses Feindbilddenken überhaupt nicht. Also, das ist doch sehr viel anders, wie das da gesehen wird. Das. Und, wie sage ich das? Da wird Frieden als ein Ziel, was also als ein politisches Ziel, was es zu verwirklichen gilt, wirklich von vielen Leuten als wichtig angesehen. Und da hat man wirklich dieses Bild von Russland, was viele im Westen haben, überhaupt nicht. Da sieht man in Russland einfach nur einen ganz normalen anderen Nationalstaat, mit dem man sich halt auf eine gemeinsame Politik einigen muss. Also das, ich weiß nicht, was im Osten anders gelaufen ist als im Westen, aber das ist doch sehr anders als hier. Das war am 29. Juli. Da ist der Mainstream aufgeschrien, weil vorher haben sie gedacht, okay, wir können mit Wagenknecht irgendwie ein Bündnis machen, eine Koalition, die AfD draußen halten, geht alles irgendwie. Und dann ist das, wie gesagt, so gewesen. Und ja, was hat Sarah Wagenknecht am 29. Juli gesagt? Hören wir uns kurz an. Erfolg macht selbstbewusst. In Umfragen liegt das Bündnis Sarah Wagenknecht in den ostdeutschen Bundesländern, in denen im September gewählt wird, stabil im zweistelligen Bereich. Dort könnte dem BSW nach den Wahlen im Herbst eine Schlüsselrolle zufallen. Von dieser Aussicht berauscht, legt die Parteichefin die Latte für mögliche Koalitionen mit Union, SPD, Grünen oder Linken schon mal unerreichbar hoch. Nur wer auch im Bund gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen mit Russland sei, käme für sie als Partner in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg in Frage, tönt Wagenknecht. Ja, das Interessante ist ja, dass die Medien davor eigentlich Wagenknecht gar nicht so böse behandelt haben. Also sie haben sie schon immer kritisch behandelt, aber sie haben ihr trotzdem viel Raum gegeben, um auch ihre Position darzulegen. Sie wurde regelmäßig in Talkshows eingeladen, mehr als AfD-Vertreter. So zu dem Punkt, wo AfD-Unterstützer argumentiert haben und die wird von den Medien gepusht, das muss Scheinopposition sein. Das hat sich dann zu diesem Zeitpunkt, wo sie diese Ansage gemacht hat, schlagartig geändert und die Medien sind zum absoluten Frontalangriff übergegangen. Ja, sie haben dann gesagt, okay, der BSW ist schon mal mindestens ganz böse pro-russisch, das ist so Putins Filiale in Deutschland. Also ich erinnere an, 29. Juni hat Sarah Wagenknecht das verkündet. Die ARD brauchte nicht lange, also ich schreibe schneller, aber die sind eben langsamer. Zwei Tage später, 31. Juli, hat die Tagesschau bereits gemeldet, Wagenknecht wäre irgendwie so eine Putin-Filiale. Und am 5. August kam die Tagesschau dann rüber mit der nächsten Meldung, dass irgendwelche DDR-Bürgerrechtler jetzt die... Übrigens seltsam häufig Mitglied bei den Grünen waren. Also ganz komische Zufälle, ganz komische Zufälle. Die CDU warnen, mit der BSW irgendwas zu tun. Klang toll, man ging groß durch die Medien. Da muss man kurz mal Frage stellen, wer waren denn diese sogenannten DDR-Bürgerrechtler? Weil das ist ganz spannend. Genannt wurden Marianne Bürtler und Markus Meckel. Marianne Bürtler war Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde, okay. Aber sie ist schon seit 2011 stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Friede-Springer-Stiftung. Also Springer, das radikal transatlantischste Blatt in Deutschland, Dominik, du wusstest es gar nicht. Die Älteren erinnern sich, ich glaube bis in die 2000er oder sogar 2010er Jahre mussten Journalisten, die bei Springer arbeiten wollen, Welt, Bild und so weiter, mussten ihrem Arbeitsvertrag unterschreiben, dass sie USA, NATO, Israel verteidigen. Also da war nichts mit kritisch, mussten sie unterschreiben. Ja, das, und dieses, und da ist Bürtler in der Führungsetage der Springer Stiftung. Und die wird uns als Bürgerrechtlerin präsentiert, die jetzt eben, ne, ganz, ganz moralisch toll und natürlich völlig unabhängig kritisiert. Gleiches gilt für Markus Meckel, der war irgendwie in der SPD mal. Ich glaube, in der DDR noch Minister, egal. Dann also nach der Wende. Und der sitzt aber fest in transatlantischen NGOs, wie der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft, so gegen Lukaschenko, die übrigens gegründet wurde, unter anderem vom LIPMOD, vom Zentrum für Liberale Moderne, sehr bekannt für Angriffe gegen alles, was regierungskritisch ist. Die werden vom grün geführten, unter anderem vom grün geführten Familienministerium finanziert. Das ist eine grün-nahe Denkfabrik, wurde von Marie-Louise Beck und Ralf Füchs gegründet.
Und die diffamieren halt, wie Thomas Wuppa gerade sagt, alles, was regierungskritisch ist. Wir kämpfen die Nachdenkseiten aktiv, machen eine radikal pro-ukrainische, antirussische Politik und werden von der Bundesregierung mit viel Geld gefördert. Also das sind so die Bürgerrechtler, die angeblich ganz unabhängig jetzt vor BSW waren. So, und dann haben wir uns im Vorgespräch... Man muss aber... Ja? Ja, ich wollte gerade sagen, man muss halt sagen, dass das BSW eigentlich mit diesen Skandalen aber bisher relativ vernünftig umzugehen scheint und dass sie sich sozusagen nicht irgendwie versuchen, sich jetzt irgendwie zu distanzieren oder gerade zu machen irgendwie vor den Medien, sondern... Das wäre auch ein bisschen schwierig. Also soll sich das BSW von Sarah Wagenknecht distanzieren? Ich meine, all diese Sachen, das war ja wirklich auch strategisch klug eingefädelt, all diese neuen Forderungen wurden von Sarah Wagenknecht persönlich gestellt. Das war nicht irgendein BSW-Funktionär, der sich irgendwo hingestellt hat, sondern es war Sarah Wagenknecht persönlich und so wussten alle, okay, das ist jetzt die Parteilinie. Ich meine, es ist ja gut, dass man da so eine Figur hat, die das verkünden kann und dann geht das für alle. So ist mehr Klarheit geschaffen als in anderen Parteien. Tatsächlich erkannt haben, dass sie denen im Endeffekt nicht zu schenken brauchen, sondern zum Gegenangriff übergehen müssen. Und da habe ich exemplarisch mal einen Tweet von Fabio De Masi rausgesucht, der das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringt und eigentlich zeigt, dass sie es ganz gut verstanden haben. Das war sehr lustig im Vorgespräch, weil ich noch sagte, wie dumm die Medien sind, dass sie glauben, mit solchen Vorwürfen wie antirussisch oder so, bei den Ossis, ne, die nun eigentlich genau die Kritiker der antirussischen Politik sind, Punkte zu machen. Die Redaktionen im Westen sind so blind in ihrer Blase, dass sie glauben, das wirkt. Und da, als ich das im Vorgespräch gesagt habe, sagte ich, da gibt es einen tollen Tweet. Ja, von Fabio De Masi vom BSW. Und den hören wir uns mal an, weil der hat genau das auch mit recht gutem Humor festgestellt. Die Vögel, die uns permanent als verlängerten Arm des Kreml bezeichnen, scheinen nicht zu verstehen, dass uns solche abgedrehten Vorwürfe helfen. Denn ein großer Teil der Wählerschaft im Osten fühlt sich mitgemeint. Und diese Leute wissen ja, dass in ihrer Gartenlaube nicht der FSB sitzt, um Anweisungen zu erteilen. Sie wissen, dass sie den Krieg fürchterlich finden, aber schlicht genug vom sinnlosen Sterben haben. Und sie wissen auch, dass die Vorgeschichte des Konflikts etwas komplizierter ist, als Putin will morgen vor dem Brandenburger Tor stehen. Da kann man noch so schrill mit der Schrotflinte auf Spatzen schießen. Am Ende blamiert man sich nur selbst. Ja, aber das hat die Mainstream... Exakt. Also das hat dem BSW geholfen. Also das hat dem BSW wirklich geholfen. Dass es so eine Kampagne gab, dass Wagenknecht diese Forderung gestellt hat. Medien nicht davon abgehalten, ihre Schmutzkampagne mit genau demselben Engel, ja genau demselben Ding, so nach dem Motto, ja das ist das russische Vorfeld in Deutschland, fortzuführen. Als nächstes ist dann das ZDF aufgesprungen mit dem reizenden Titel Wladimira Putina. Ja, das war schön. Und dann kam das ZDF, das war am 21. August und einen Tag später kam das ZDF dann, das musste noch kommen, weil das fehlte, damit um die Ecke, BSW ist auch ganz doll rechtsextrem und hat plötzlich sich auf eine Umfrage berufen, ganz toll, dass die BSW-Wähler, die Sarah Wagenknecht-Wähler, alles Rechtsextreme sind. War auch schön. Und die berufen sich in ihrem Artikel auf eine Studie. Und das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, wenn jemand mit der Studie um die Ecke kommt, dann mache ich das, was ich jedem empfehle, bevor ich die Studie auch nur lese, runterblättern, letzte Seite. Weil in der letzten Seite steht immer drin, wer den Scheiß finanziert hat. Und das kann man auch bei dieser Studie sehr schön sehen, auf die sich das ZDF beruft und sagt, die ganzen BSW sind rechtsextrem, denn auf der letzten Seite der Studie kann man lesen, wir hören uns zu. Mit finanzieller Unterstützung der Open Society Foundation GmbH in Kooperation mit Open Society Foundations. Klingt alles ganz humorvoll, ist aber eigentlich bitter ernst. Also es, ne, da kann man jetzt wirklich in dieser Sache sehen, wie seriös das ZDF ist. Denn was passiert? Das ZDF schreibt in seinem Artikel über diese Studie, hören wir uns mal an, Zitat ZDF. So stimmen BSW-Wähler laut Studie vermehrt den Aussagen zu, dass eine Diktatur die bessere Staatsform sein kann und dass man in Deutschland endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben sollte. Jetzt muss man sich fragen, ob das stimmt. Steht das in der Studie drin? Ja, kann man ja machen. Studie ist da, kann man reingucken. So, habe ich gemacht. Und in der Studie wurde folgende Frage gestellt, gibt es also ein Bild und eine Frage dazu, welche Mitglieder der verschiedenen, also Wähler, welche Parteien
folgende Position zustimmen oder nicht. Hören wir uns das mal an, was da gefragt ist. Im politisch autoritären Dimensionen rechtsextremer Einstellungen wie der Befürwortung einer Diktatur und nationalem Chauvinismus, Abbildung 7, liegen die Werte der BSW-Sympathisierenden jedoch niedriger als bei den AfD-Sympathisierenden. Ja, also die Frage war tatsächlich, wie die ob die Leute nationalistische, also Nationalismus, nicht Nationalgefühl, Nationalgefühl, nicht mal Nationalismus, Nationalgefühl, Nationalstolz haben möchten oder nicht. Ein starkes Nationalgefühl war die Frage. So, und dann sehen wir eben in der Abbildung 7, auf die sie sich berufen und sagen, ja, die Befürworter, die das so beantworten, befürworten Diktatur und nationalen Chauvinismus. In der Frage ist das nicht drin. Ja, in der Frage wird nur gefragt, Chauvinismus. Zustimmung zu rechtsextremer Aussage, wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Ja, das hatte Thomas Röper auch exakt so in seinem Artikel, das Beispiel. Also ihr seht hier, Diktatur wird nicht abgefragt. Also das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das ZDF behauptet, BSW-Wähler würden vermehrt eine Diktatur wollen, aber es ist in der Studie nicht mal drin. In der Frage ist das nicht drin. Ja, in der Frage wird nur gefragt, würden Sie wieder Mut oder freuen Sie sich endlich wieder Mut zu haben auf einen starken Nationalismus, Nationalgefühl? Muss immer da Vorsicht. Nationalgefühl, das ist das Entscheidende. Ne? Ja. Nationalgefühl ist ja wirklich ein äußerst positives Framing, so dass es für die Leute sozusagen nicht bedrohlich klingt, dem zuzustimmen und zu sagen, ja doch, ein starkes Nationalgefühl halte ich für etwas Positives. So, weil das auch positiv konnotiert ist, wenn du es so framest. Also einer in meinem Chat schreibt gerade, also ich bin für ein stärkeres Nationalgefühl. Tja, dann bist du laut dem ZDF rechtsextrem. Glückwunsch. Und wenn du dann sagst, ja, nationaler Chauvinismus, das ist ja das absolute Gegenteil vom Framing her. Genau, und Nationalismus ist auch was anderes. Ein positives Nationalgefühl hat jeder Fußballfan. Frag mal die Franzosen, wie sie ihre Nation sehen, oder die Amerikaner, God bless America, ne? Die haben alle positive Gefühle zu ihrer Nation. Nur in Deutschland ist es böse. Aber eben, du hast recht. Das heißt, die haben die Frage so gestellt, dass sie die Antworten bekommen, die sie haben wollten, und haben dann, obwohl das in der Frage nicht genannt ist, das Ganze als nationalen Chauvinismus und sogar als Befürwortung einer Diktatur bezeichnet. Und das ZDF, das sich auf die Studie beruft, sagt nicht, Jungs, eure Studie ist bekloppt, sondern sagt, wir haben es gehört, die BSW-Wähler sind für Diktatur. Also mit Seriosität hat das nichts zu tun. Darum sage ich, das ist eine Medienkampagne. Also was wir sehen ist, dass im Grunde war das Verarschung, war reine Meinungsmache. Und was wir jetzt gesehen haben. Okay, also das war wirklich so dreist manipuliert. Da wollte ich eigentlich auch ein Video zu machen, bin ich leider nicht zugekommen. Hatte ich ja gesagt, da war ich ja in Sachsen die Zeit. Da hatte ich leider keine Zeit, mehr ein Video zu machen. Jetzt haben wir es ja hier in Antispiegel-TV. Gesehen haben, in der Vorbereitung, jetzt diese Woche am Dienstag und Mittwoch kam Korrektiv mit Artikel um die Ecke. Da kannst du noch was zu sagen, du hast die genauer gelesen als ich. Weil ja, also es hört im Endeffekt überhaupt nicht auf. Also die versuchen jetzt wirklich irgendwie alles zu werfen und zu gucken, was kleben bleibt. Also ich habe gesehen, da kommen jetzt wirklich täglich neue Artikel. Erst wirft man ihr vor, ein Datenleck zu haben. Dann heißt es irgendwie von wegen, da wären irgendwie Stasi-Leute in ihren Reihen. Ja, also es kommt jetzt wirklich jeden Tag. Okay, den Angriff kann ich erklären. Den Korrektivartikel habe ich nämlich gelesen. Diese Stasi-Leute, das sind, also angeblichen Stasi-Leute, das sind einfach Leute, die haben ihren Wehrdienst bei der NVA in der DDR geleistet und die waren dann in einer falschen Abteilung der NVA, die formal zur Stasi gehörte. Also wenn man Stasi hört, dann denkt man ja immer, oh, das waren IMs oder das waren hauptamtliche Mitarbeiter. Nee, das waren einfach junge Leute, die damals Wehrdienst geleistet haben und die da in einer falschen Abteilung waren. Also nichts mit Stasi. Also wie gesagt, Abteilung gehörte vielleicht formal zu Stasi, aber von der Stasi haben die Leute dann nicht viel mitbekommen. Neuer Skandal auf den Tisch, wo man schon an der Headline sieht, dass die sich jetzt irgendwas ganz Verrücktes hier noch sonst irgendwo herziehen wollen. Nur um jetzt irgendwie zu versuchen, vor den Ostwahlen diese Wahlergebnisse runterzudrücken. Ja, wie gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, da überhaupt groß inhaltlich drauf einzugehen, weil da ist in der Regel nicht wirklich was dran, sondern das ist einfach nur Schmutz werfen, Schmutz werfen, Schmutz werfen und hoffen, dass irgendwas verfängt. Richtig. Okay, nicht wirklich was dran, dann geht Dominik nicht mehr genauer darauf ein. Dieses Datenleck, das angebliche, es gab einen Hackerangriff aufs BSW vor einem halben Jahr mittlerweile schon, vor über einem halben Jahr. Und jetzt sind diese ganzen Daten zufällig bei Korrektiv aufgetaucht. Es ist die Frage, wie kommt Korrektiv an diese Daten? Natürlich kommt Korrektiv jetzt auf Selbstschuss. Das war ein Datenleck. Man kann nur mutmaßen. Also
Korrektiv ist wahrscheinlich illegal an diese Daten gekommen und es benutzt diese Daten jetzt auch weiter, schreibt die Leute an, was wahrscheinlich auch illegal ist. Also das ist zumindest mein Eindruck. Sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, wir zeichnen Donnerstag auf, blöderweise schon. Also das heißt, was jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag kommt, wissen wir nicht. Während ihr die Sendung schaut, ist die Wahl gelaufen. Vielleicht guckt ihr gerade nebenbei die Wahlberichterstattung. Ihr wisst also noch ein bisschen mehr als wir jetzt während der Sendung. Vielleicht ist Freitag, Samstag noch mehr Lustiges passiert. In jedem Fall während ihr diese Sendung seht, auch die Wahlergebnisse genau beobachten und gucken, ob das ganze Theater funktioniert hat oder ob jetzt alle ziemlich dicke Backen machen, weil das mit der Regierungsbildung schwierig wird. In diesem Sinne, schönen Sonntagabend, schöne nächste Woche und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Wie gesagt, das ist ja ein schönes Standbild. BSW hat gute Wahlergebnisse erzielt. Also die Kampagne hat so gesehen nicht eingeschlagen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das BSW nicht leichtfertig in so eine Koalition geht, sondern dass das BSW bei seinen Standpunkten gerade in der Außenpolitik bleibt, aber auch in anderen Bereichen und eben nicht davon abrückt, sondern dass es halt in keine Koalition geht, dass es eher in der Opposition bleibt, denn in der Koalition, da wird es diese Standpunkte nicht umsetzen können. Die CDU wird nicht zu substanziellen Kompromissen bereit sein. Das kann man, glaube ich, an der Stelle noch sagen. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War wieder eine interessante Reaktion und wir sehen uns dann.